zu so später Abendstunde. Seid gegrüßt, ihr Höllenhunde. Ja, wie letztes Mal haben wir hier ein paar Scheiben eingesetzt. Das hat nicht so richtig geklappt, weil uns noch das Baumaterial gefehlt hat. Das hat sich aber jetzt geändert. Und ich höre einen Gast. Wie schön. Etwas Abwechslung. Hm. Ich würde sagen, wir bauen hier auch so einen Turm hoch. Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht. Kann uns aber noch nichts anhaben. Dann können wir vielleicht gleich mal unsere neuen Scheiben testen. Ja, und es gemahnt uns natürlich auch daran. Oh, wie hoch ist das hier? Ein höher als die Dinger, ne? Ja, ich glaube ja. Das wäre genau so. Wo bist du? Hier, ich bin hier hinter der Scheibe. Schieß hier mal gegen. Ich will mal gucken, ob die hält. Hier. Siehst du mich gar nicht? Hier bin ich. Hier. Wir locken hier mal richtig nah ran. Wo habe ich meinen Bogen hingepackt? Wo ist mein Bogen? Ah, mein Bogen. Da. Ah ja, gut. Ich muss ja mal ein bisschen kramslos werden. Hier die olle Schüssel weg. Naja, komm, hör auf. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Das war doch wohl nicht dein Ernst. Er hat unsere Kiste kaputt geschossen. Du, Alte. Das kann doch wohl... Treffer. Der hat doch... Ah, hier, das wollten wir sowieso ausprobieren. Ob diese Steine brennen und wie lange. Der hat unsere Kiste kaputt... Hat unsere Kiste mit dem ganzen Kram kaputt gemacht. Die große Kiste, wo all unser Kram drin war. Na klasse. Er hat einen Teil von der Kiste kaputt gemacht. Ach so, okay. Okay, okay. Wir müssen jetzt natürlich, eh das hier verschwindet, müssen wir jetzt schnell was Neues bauen. Und die Werkbank hat er kaputt gemacht. Das ist ja unglaublich. Unsere Werkbank. Hier haben wir Holz für eine neue Werkbank. Das wird jetzt ein bisschen abenteuerlich hier. Das geht ja gut los heute, Freunde. Okay, eine Werkbank brauchen wir auf jeden Fall. Die kommt hier auch neben den... Ja. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Dafür haben wir auch Holz, okay. Muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Ehe uns die Sachen hier despawnen. Ihr seht, man darf sich im Nether niemals sicher fühlen. Denn es geht ganz schnell. Dann haben diese garstigen Monster hier tatsächlich alles niedergemacht. Haben wir Cleanstone. Ja, haben wir. Okay, können wir Cobblestone schon mal hier reinpacken. Dann können wir auch wieder ein bisschen was aufnehmen. Ich habe doch Cleanstone eben. Ja, habe ich. Ja, weg damit. Ja, das wird uns jetzt alles immer um die Ohren fliegen. Dann können wir hier gleich Cleanstone machen. Und dann setzen wir hier jetzt eine Kiste drauf. Eine Doppelkiste am besten. Ah ja, klar, geht nicht. Axt. Ging schnell genug, konnte nichts in unser Inventar flutschen. So, jetzt können wir wenigstens die ganzen Kisten aufnehmen. So, jetzt packen wir hier erstmal rein, den ganzen Kobbelstein. Und dann müsste eigentlich alles gut sein, Baby. Das war ein Höllenrap. Ja, also, ne, wisst schon. Okay, wir können das alles wieder einsammeln, na Gott sei Dank. Konnte er gar nicht so viel zerstören, aber er hat uns einen bannigen Schrecken eingejagt, dieser... Kleine, aber, ne, immerhin recht gefährliche Garst. Wir haben ganz viel Kram geklaut, Kohle, in der letzten Folge aus Hundsgrab. Und das freut uns natürlich sehr. Es gibt Leute, die wird das bestimmt nicht so freuen. Aber naja, so ist das. Ich wollte mal gucken hier wegen der Turmhöhe. Das sieht eigentlich ganz gut aus, glaube ich zumindest. Denn, das sind hier ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoch. Und hier sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoch. Okay. Das sieht gut aus. Die nächste Kiste bauen wir dann mal hier hin. Das geht nicht. Bauen wir sie da hin. So. Bauen wir hier auch nochmal Kisten. Dann haben wir hier erstmal so einen kleinen Lagerbereich wenigstens. Und wir brauchen Cobblestone und wir brauchen davon was. Was wir nicht brauchen, packen wir erstmal wieder beiseite. Hier diesen ganzen Krust.
Packen wir erstmal beiseite. Ganz so viele Steaks brauchen wir auch nicht. Wir sind zwar hungrig, aber wir sind noch nicht am Verhungern. Mit der Kistenzuordnung, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann entsprechend, lange uns hier aufgehalten haben und erstmal so einen Grundstock, so eine Grundversorgung uns hier gewährleistet haben im Nether. Bisher sind die Kreaturen des Lichts, wie schon gesagt, noch ferngeblieben. Das wird das dunkle Höllenportal hier. So, das geht dann hier rüber. Und dann hier runter. Oh, au, das wird wehtun, ja. Ich wusste es. So. Das wird alles wehtun, was ich gerade hier mache. Aber ist egal. Also so ein gebrochener Knochen hat auch was Gutes. Es erinnert einen daran, wie schön Schmerzen noch sein können. Also Schmerzen sind nicht immer böse, sondern können auch was Gutes sein. Können auch was Gutes sein. Jetzt müssen wir hier. Also ich mache jetzt schon mal hier die äußeren Ränder von der Festung. Ja, was sich draußen in der Außenwelt so abspielt, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass da erste Leute wohl aufgehorcht haben. Und irgendwie, ja, da nicht so begeistert von sind, was wir hier treiben. Naja, so ist es immer, ne? Kann man nichts gegen machen. Und mal schauen, was so passiert. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Außenwelt verhalten wird. Es gibt aber auch sehr viele Sympathiezuweisungen und nette Worte für uns. Grässlich nette Worte. Ekelerregend. Da haben wir immer noch die Spitze vergessen bei dem einen. Naja, gut. Allzu lang können wir das hier nicht mehr treiben, unser Spielchen. Aber wir müssen weiter blutiges Fleisch essen. Obwohl uns die Pilze so gut schmecken. Die schmecken so wunderbar nach Schwefel. So wunderbar nach Schwefel. Ja, okay, weiter geht's. Wir stürzen hier nicht zu Tode, keine Angst. Eins, zwei, eins. Ja, wir können es auch so machen. Habt da ja recht. Ihr seht schon, wir brauchen verdammt viel von den Stufen. Und da können wir uns auch jetzt hier in der Pussy-Technik nach oben bauen. Und langsam hier Stein für Stein setzen. Ich wollte es halt nur ein bisschen gewalttätiger machen. Ja, naja. Aber wir können es auch so machen. Okay, mit dem schwarzen Glas. Das gefällt mir und ich hoffe auch euch ganz gut, meine Untertanen und schleimigen Diener. Und ja, wie wir das dann hier oben weiterbauen direkt, das müssen wir dann sehen. Ob wir das denn hier so noch intreten lassen oder hier mit einem Stein weiterbauen. Das müssen wir alles nochmal genau überlegen. So sieht das auf jeden Fall schon nicht schlecht aus. Gut. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch schwarzes Glas. Und dafür brauchen wir Sand. Sand. Und wo gibt's Sand? In der Wüste, würde ich sagen. Wir müssen das Portal von Schlangenstein finden. Denn wir brauchen Sand. Und ich möchte nicht mal nach Hunsgrab. Und außerdem müssten wir sowieso mal wieder eine kleine Tour machen in den Nether. Wir haben genug da Essen und sowas dabei. Dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Nether-Tour. Und dann werden wir mal das Portal von Schlangenstein suchen. Und uns da mal ein wenig umschauen. Oder was meint ihr? Ja, ich denke auch, das ist keine schlechte Idee. Hunsgrab kehren wir also erstmal den Rücken. Der muss auch mal gekehrt werden, ne? Gut. Ach ja. Ich glaube, hier kommen wir sogar hoch. Jetzt müssen wir mal sehen, wo es hier nach Schlangenstein geht. Entschuldigung, wo geht es hier nach Schlangenstein? Ich glaube, das war hier irgendwo lang. Hier haben wir so einen riesen Tunnel. Ah ja, hier habe ich schon mal ein bisschen Netherstein abgebaut. Ihr könnt das hier sehen. Ich habe auch schon ein paar Wegpunkte gesetzt. Und ich gucke aber erstmal, ob ich das so finde. Ich weiß nicht, ob ich den Wegpunkt Schlangenstein da tatsächlich. Da ist das Portal von Schlangenstein und da werden wir jetzt hingehen. Ist gar nicht so weit weg übrigens von hier. 134 Block. Damit kann man leben. Und da ist auch die andere Nether-Festung. Die könnten wir natürlich auch nochmal aufsuchen. Theoretisch. Und auch praktisch.
Na, meine Kinder? Und da hinten sehe ich schon wieder Unmengen von... Ja, das müssen wir mitnehmen. Wir machen also sozusagen jetzt die Netherhöhlentour für Anfänger und Fortgeschrittene. Und hört mal, wer da kommt. Man hört ihn schon, doch man sieht ihn noch nicht. Ja, wir wollen uns ein bisschen Sand besorgen, um uns tatsächlich dann... Okay. Ach, da kommt dann gleich so Quarz raus. Ich hatte vorhin die ganzen Blöcke abgebaut. Oh, das gibt ja richtig Erfahrungspunkte, wa? Das rasselt ja hier direkt. Vielleicht können wir deinen Innenschlangenstein was verzaubern. Ja, ich habe keine Zeit für dich. Ich bin ja am Arbeiten und an Erfahrungspunkte sammeln. Guck mal, ich habe schon 20 Stufen. Hohohoho. Ja, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich mir meine Erfahrung mit irgendwen anders teilen muss. Und das ist ziemlich unangenehm. Also, manchmal wird es mehr, manchmal wird es weniger, einfach so, ohne dass ich irgendwas getan habe. Also natürlich als dunkler Fürst des Nethers tut man immer irgendwas. Auch wenn man nichts tut, dann tut man gerade nachdenken oder so, zumindest. Oder düstere Pläne schmieden. Also, Nether Fürsten denken natürlich nicht nach, sondern die schmieden düstere Pläne. Das müsste gehen. Ja. Ist auch noch einer. Das ist auch noch einer. Oh, wenn man auch erstmal so ein Nest gefunden hat, ist unglaublich. Guck mal. Und ja, ich glaube, Erfahrungspunkte, wenn wir so lange wir Netherquarz haben, wird es uns an diesen Erfahrungspunkten wirklich nicht mangeln. So, ein wenig nervt der Herr Garst, ja. Okay, wir gehen mal weiter. Jo, da hinten haben wir noch was vergessen. Naja, gut, dann wird das jetzt mal ein bisschen ressourcenlastige Folge hier. Wir brauchen ja auch was hier aus dem Nether. Und es gibt ja nur diesen roten, normalen Netherstein, dieser Blutstein nenne ich ihn mal, der aus den Blut und den Tränen der gefangenen Seelen ist. Also jedes Mal, wenn Blut auf der Welt vergossen wird von den Menschen, die das ja sehr, sehr gut können. Blutvergießen ist ja eines von den Dingen, was diese Guten, also ne, die Menschen nennen sich ja die Guten, und wir hier in der Hölle, wir sind ja die Bösen, aber diese Menschen können eins ganz besonders gut, und das ist Leid zufügen und Blutvergießen vor allen Dingen. Natürlich nur im Namen des Friedens. Also es ist ja nicht so, dass sie es machen mit dem Blutvergießen, weil sie auch böse sind. Na, nein, meine Freunde, kommt ihr darauf? Die Menschen sind natürlich, also die Obermenschen, nennen wir sie jetzt mal. Obermenschen hört sich auch irgendwie ein bisschen, gab's auch schon mal einer, ne? Der Obermenschen oder sowas. Naja, also die Menschen von der Oberwelt können besonders gut Leid zufügen und Blutvergießen, natürlich alles nur im Namen der Gerechtigkeit und im Namen ja, des Guten, genau, sie sind einfach, genau, das ist einfach ganz pauschal. Ihr braucht da braucht man gar nicht über nachdenken oder diskutieren. Alles, was die Menschen der Oberwelt machen, ist geschieht im Namen des Guten, und alles, was hier im Nether geschieht, geschieht natürlich im Namen des Bösen. Ja, die Ghasts sind böse, aber die Zombies auf der Oberwelt sind natürlich auch böse. Aber das interessiert ja keinen, ne? Weil das sind dann auch Feinde, ne? Also alle, die nicht das machen, was die Menschen in der Oberwelt wollen, sind dann erstmal Feinde. Und alle, die in bestimmten Regionen leben, wie zum Beispiel hier dem Nether, die sind natürlich auch böse, weil, ne, muss ja, wenn einer im Nether lebt, dann muss er ja böse sein. Also, ich bitte euch, Freunde. Gut, die Ghasts, die sind etwas ungehaltene Typen. Und die wollen dann immer diese Kugeln schenken. Wahrscheinlich wissen die nicht, dass man mit denen nicht als Mensch, als schwächlicher, armer Mensch, wie wir ja nun mal sind, das können wir nicht ändern. Vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Ja, da können wir natürlich diese Kugel nur ausweichen, die er uns da schenken will. Und okay, wir haben ganz, ganz viel. Aber ja, ich denke mal, sie wollen uns da vielleicht ein Geschenk machen. Naja, ist jetzt sehr blauäugig gedacht, ich weiß. Gut, wir sind immer noch auf dem Weg nach Schlangenstein. Und der Witz dabei ist, dass wir zwar einen Wegpunkt haben, uns aber überhaupt nicht in Richtung dieses Wegpunktes bewegen, weil wir, wie
Wie heißt diese Tante nochmal? Rotkäppchen. Wie Rotkäppchen? Hier, nee, ach Quatsch, Rotkäppchen. Rotkäppchen. Ich meine hier Hänsel und Gretel. Wir folgen den Brotkrumen, die im Walde verstreut sind. Aber die bringen uns nicht ans Ziel, diese Brotkrumen, sondern nur zur Hütte der Hexe. Ja, und zum Ziel halt sehr reich zu werden. Da müssen wir ganz nebenbei. Wir sind eigentlich aufgebrochen, um Sand zu uns zu besorgen. Aber, weil wir ja so arme Netherlords sind. Netherlords. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Eine riesige Bohne von Glowstone, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen dürfen. Allerdings haben wir unsere Behutsamkeitsspitzhacke nicht dabei. Deshalb werde ich hier erstmal... Ach komm. Wir sind die bösen Herrscher des Nethers. Ich glaube, wir haben da ein Anrecht drauf. Hier auch. Wie es uns gerade in den Kopf kommt. Kam da eben ein Pilz raus? Ist aus dem Glowstone eben Pilze gekommen? Ist der da oben drauf gewachsen auf dem Glowstone? Ein Glowstone-Pilz? Lecker. Die mag ich besonders. Ja, unser neues Leibgericht sind die schönen Höllenpilze. Die schmecken so schön nach Schwefel und sind so scharf, dass, wenn man sie in den Mund nimmt, eigentlich sofort der Magen sich so sehr verkrampft, dass man das gar nicht runterschlucken kann. Weil sie so scharf und so unglaublich widerlich eigentlich. Für Menschen wäre es wahrscheinlich... Au! Widerlich. Aber für uns ist es natürlich eine Wonne. Für uns Höllenkreaturen sind diese Pilze eine Wonne. Und unsere Blumen, übrigens auch, wie so schön geschrieben wurde. Ich glaube, das war sogar der Dunendeine, der da schrob. Die Blumen eines Netherkönigs sind die Netherwarzen. Ja, und genauso ist es, meine Freunde. Netherwarzen sind unsere Blumen und Pilze sind unsere Leibspeise. Gut. Genug der Rede. Den Glowstone nehmen wir noch mit und da unten dieses kleine bisschen. Das kleine bisschen Quarz, was da noch im Boden ist. Denn Quarz ist sozusagen unser Erz oder unser, ja, kann man sagen? Doch, ja, doch, doch, doch. Kann man sagen. Ja, man muss das dann erst wieder zusammenbasteln. Hätten uns echt die Behutsamkeit mitnehmen sollen, verdammt. Gehen wir nochmal zurück? Nein. Wir bauen uns dann irgendwann einen Amboss und dann können wir Sachen reparieren hier von unseren Leveln. Und dann können wir die Behutsamkeitsspitzhacke reparieren von unseren Leveln. Hahaha. Guter Plan. Ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal an Netherquarz. Denn so genaue Pläne hat ein Mensch, der gerne weiß mag. Mit schwarz eigentlich nicht. Also der schwarz mag, mit weiß nicht. Okay, jetzt haben wir's. Das Leben ist kompliziert manchmal. Ein Trauermarsch, wie schön. Wie freut mich das. Ich würde sagen, nach diesem kleinen Umweg, den wir jetzt gemacht haben, oder? Nö, wir sind noch zu früh dran, um die Folge zu beenden. Sind wir einfach zu früh dran. Ich habe ja gesagt, alle 2 Tage kommen hier die Netherchroniken raus. Dafür sind die Folgen etwas länger. Ich hoffe, das gefällt euch, dieser Rhythmus. Ja, ich hoffe, das gefällt euch. Wir machen uns auf zum Portal von Schlangenstein, was da hinten liegt. Und mal sehen, was uns auf unserem Weg noch alles erwartet. Ich sehe da schon wieder... Heieiei. Noch mehr. Noch mehr. Ja, Freunde. Sind wir hier tatsächlich im neuen Bereich, sag mal? Wie weit sind wir denn noch weg von dem Portal von Schlangenstein? Das ist auf der anderen Seite dieses Berges. Ja. Den finden wir so schnell nicht wieder, diesen Riesenbratz. Mann, den müssen wir mitnehmen. Tut mir leid. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir nehmen den mit. Also, ne? Ganz klarer Fall. Da kommen wir nicht dran vorbei. Den Glowstone nehmen wir mit. Lalala. Ha, ha, ha. Böse sein kann auch schön sein, ja. Also, es ist auf jeden Fall sehr viel entspannter, muss ich sagen. Außerdem, wer sagt denn, dass ich böse bin? Ich bin halt nur etwas anders.
Anders sein ist schön. Okay. Das nehmen wir alles mit. Den mussten wir auf jeden Fall einsammeln. Und auch das Nethererz müssen wir einsammeln. Ganz klarer Fall. Ist also schon so eine Art Höhentour. Aber unsere Spitzhacke ist auch bald in Dutt. Und wir haben eine neue Stufe erreicht. Und davon werden wir auf jeden Fall unsere Behutsamkeitsspitzhacke reparieren. Und dafür brauchen wir nur einen Amboss und nicht mal einen Zaubertisch. Und nicht mal einen Zaubertisch. Sehr gut. Ah, fort mit dir, garstiges Feuer. Da ist das Portal von Schlangenstein und ich glaube, wir müssen da oben lang. Wo? Wo ist wieder ein dämlich dummer Schleim? Schleim? Also Magma-Schleim. Wo bist du, Schleimi? Schleim. Spring mir mal nicht auf den Kopf, ne? Das mag Adel ist er. Wusste ich's doch. Ja, sehr gut. Guten Tag. Hast du Verwandte, zufällig, die ich neulich getötet habe? Magma-Schleim! Ja, da haben wir einen. Wir haben einen Magma-Schleim. Einen. Wir haben gleich noch mehr, glaube ich, davon. Jetzt wird es langsam frickelig. Die wollen jetzt alle hier hoch. Was sie natürlich nicht dürfen. Da ist noch ein Magma-Schleim. Jetzt komme ich so nicht dran. Kann man die auch schießen? Stimmt. Ja, passt mal auf. Ich bin der neue Herrscher des Nethers. Ja, ich, ne? Ihr seid gar nicht wirklich böse, oder? Die sind gar nicht wirklich böse. Man denkt das immer nur. Nur, ihr seid eigentlich ganz nett, oder? Oh. Oh. Ja, seht ihr, genau so ist das. Man denkt immer, diese sind böse Kreaturen. Aber wenn die so klein sind, dann tun sie einem gar nichts mehr. Hup. 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 Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr meine Haustiere sein? Ja. Nein, ich lasse euch am Leben. Dann könnt ihr euch vermehren. Na? Ich begnadige euch sozusagen. Ja, ihr könnt doch mitkommen. Wollt ihr echt mitkommen? Na los, dann kommt mit. Und während diese beiden Herren schleimigen Kameraden mir hier folgen durch den Nether. Also wir sollten uns echt so ein Haustier zulegen. Ein Magma-Schleim als Haustier. Keine schlechte Idee. Einer folgt uns jetzt noch. Ja, komm ruhig mit. Aber nicht, dass du jetzt wieder wächst und größer wirst und größer wirst und mich dann tötest, ne? Fände ich jetzt auch nicht so schön. Au. Kommt der immer noch hinterher? Juhu! Du bist total klasse. Kann ich dich in die Hand nehmen? Ich würde dich gern mitnehmen. Ich würde den echt gern mitnehmen. Oh. Haben wir nicht eine Leine? Oder ein Namensschild, dass wir den benennen können? Also wir müssen uns unbedingt nochmal Magma-Schleim als Haustier zulegen. Ja, komm ruhig mit. Wir gehen nach Schlangenstein. Du kannst auch mit durchs Portal kommen von Schlangenstein. Das wäre doch total lustig. Da ist ganz viel, was du in Brand stecken kannst. Ja, komm ruhig mit. Der folgt mir so halbwegs. Ja. Also wir müssen uns unbedingt einen Magma-Schleim als Haustier anschaffen. Ein ganz großes Muss. Denn ich habe gerade diesen kleinen feurigen Schleim in mein Herz geschlossen. Was natürlich aus Stein ist und was er nicht verbrennen kann. So, und wir sind weiter auf dem Portalweg nach Schlangenstein. Bla bla bla. Und wir sind immer noch über 100 Block entfernt. Bla bla bla. Und aber da hinten muss irgendwo sein. Wir werden es finden. Wir werden es finden. Ganz schön gefährlich hier. Upsa. Da hinten ist es. Irgendwo da. Oh. Meine Güte, was für eine unwirkliche Gegend hier. In die wir jetzt hier geraten sind. Also das sind echt so Ecken vom Nether, wo man uns noch nie gesehen hat wahrscheinlich. Oh, Pilze. Für Pilzsuppe. Aber davon haben wir erstmal richtig viel. Ich glaube, ich nehme mal ein paar mit. Nein, wir wollen Sand mitnehmen. Also keinen Seelensand, den brauchen wir natürlich auch noch.
für die Tapeten. Schöne Tapete aus Seelensand. Sehr beängstigend übrigens. Hallo, meine düsteren Kameraden, ihr Söhne der Finsternis. Ja, seid gegrüßt. Vor allen Dingen erstmal. Jetzt momentan rennen wir mal an dem ganzen Erz vorbei. Oh, an dem ganzen Erz. Ah, schaut mal da hinten. Das Portal von Schlangenstein. Ausgezeichnet. Oh, da liegt aber noch etwas Weg vor uns. Denn hier versperrt uns eine Flucht denselbigen. Schlucht denselbigen. Aber wir können da oben auch rüber. Ja, ich bin der Herrscher des Nethers. Muahahahaha. Ach, epische Musik nötigt mich immer zu solchen Dingen. Hier hat aber schon mal jemand eine Brücke gebaut, das ist doch total nett. Okay, runter geht's, runter geht's, runter geht's. Und in der nächsten Folge gehen wir dann nach Schlangenstein durch dieses Portal. Seid wieder mit dabei, meine lieben, düsteren, verwegenen, bösen, niederträchtigen, schleimigen, ekligen, auf den Boden kriechenden Untertanen.